So, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren, bei einem weiteren Stopp bei meiner Spiele-Odyssee. Ja, da geht's auch ab und zu mal weiter, weil ich ein bisschen Zeit gefunden habe, was zu machen. Ja, es wurde im Discord, wurde ja abgestimmt, Mario Kart. Zu dem Spiel gibt es nicht viel zu sagen. Ich habe das früher mit, wir haben das einfach mit Freunden gespielt, als die Zeit war. Und dementsprechend haben wir es halt immer gerne mit Leuten zusammengespielt und ja. Nehme ich mal erstmal den 5er. Mein Liebling war eigentlich immer hier, Mario. Ein Kumpel von mir hat immer Yoshi genommen, also wir hatten eigentlich immer Mario, Todd und hier Yoshi. Mexiko, oh yeah, let's go. Ja, genau, darauf habe ich, machen wir mal den ganz normalen erstmal. Ich habe keine Ahnung, wie gut ich in dem Spiel gerade bin. Ich habe nicht geübt oder sonst was, ich spiele es einfach. Und ja. Ah, ich muss A drücken, okay. Ich dachte, das wäre Z. Naja, auf jeden Fall wurde sich das im Discord gewünscht. Ich mache ja immer bei den gewissen Stufen, mache ich ja immer hier so Umfragen. Und bei den Umfragen können ja dann die Leute mit einem Thumbs up bei den Bildern ja immer abstimmen, was sie wollen. Und ja, da wurde sich halt Mario Kart gewünscht. Oh Yoshi, du Drecksack, ey. Verpiss dich. Ich kann mich jetzt selbst nicht klatschen. So, Banane, muss ich mal hinten stehen. Boah, ernsthaft, da habe ich. Ekelhaft. Naja, auf jeden Fall haben wir das halt immer gerne zusammen gespielt. Das war eigentlich ganz cool. Wenn man einen Stern hat, kann man hier so ein bisschen abkürzen. Ja, so ein paar Änderungen werden dann doch wach an das Spiel. Jo, ich lasse die Aufnahme einfach mal laufen, so weit wie ich Bock habe. Und guck dann einfach mal. Peach und Yoshi, die gehen mir ganz schön auf die Eier. Ich weiß nicht, ob das mit dem Springen was bringt, aber. So, das ist die letzte Runde. Okay, Zitrissen habe ich jetzt nicht so häufig gemacht. Na komm. Ah, so richtig schafft es nicht. Haha, ich glaube, jetzt bin ich hier einigermaßen los. Ich würde mal sagen, diesen Grand Prix oder einfach ein paar Minuten, ich weiß es nicht so ganz. Ich fand auf jeden Fall das Spiel immer ziemlich genial, weil es halt Spaß gemacht hat und ja, aber mal schauen. Deutlich viel zu viele Bananen, ey. Alter, geht ihm auf den Sack. Oh, das war so knapp. Ich gehe da nicht so auf die Nüsse. Naja, auf jeden Fall. Super Mario Kart 64. Da gibt es nicht ganz so viel zu erzählen. Deswegen habe ich die Facecam und den ganzen Kram mal angemacht. Es ist auch relativ warm. Ich bin recht stark müde. Aber. Kriegen wir schon hin. Ja. Wie gesagt, so aus. Was. Ich finde es immer eigentlich ganz geil, dass ich so gewisse Stationen mache. In meiner Spiele-Odyssee oder beziehungsweise Entdeckungsreise. Und. Ja, eigentlich ganz cool in dem Sinne. Weil ich somit
Naja, auf jeden Fall, indem ich halt immer so sagen kann, Inselstock 1 war zum Beispiel jetzt der Super Nintendo, Inselstock 2 ist jetzt, beziehungsweise Inselstock 1 war ja Sega Mega Drive, Inselstock 2 war der Super Nintendo und Inselstock 3 jetzt ist das hier, ist jetzt der N64 und dementsprechend gucke ich dann immer, was habe ich am längsten gespielt, was habe ich nennenswert gespielt, jetzt nicht was große Größen waren oder so, was tolle Spiele waren, sondern einfach was Spiele sind, die ich wirklich selbst gespielt habe, längere Zeit. Ich habe damals nicht so viel gespielt eigentlich, also von daher gibt deswegen erwartet jetzt keine großen Games oder ultra tolle super Knüller, sondern einfach die Spiele, die ich halt wirklich gespielt habe. Und ja, was erwartet uns auf dieser Reise? Was verbinde ich mit dem Spiel? Was spiele ich? Habe ich halt früher auf dem N64 viel gespielt. Ja, Mario Party ab und an. Aber ich weiß halt nicht, ob ich Mario Party hier reinbringen soll. Auf jeden Fall habe ich Cruisin' World reingespielt. Viele Rennspiele sozusagen. Snowboard Kids über 64 und na, wie heißt das andere? Cruisin' World USA. Und dementsprechend, ja, dass ich halt immer die Leute auswählen, was zuerst kommt. Das ist, kommt, ist klar, aber was halt zuerst kommt, wäre halt schön zu wissen. Und, ja, naja. Mario Kart hat natürlich 3 Daumen nach oben bekommen. Snowboard Kids und Cruisin' World, beziehungsweise F-Zero, stimmt, F-Zero war ja auch noch da. Es waren ja 4. Das ist immer so eine Sache, ich weiß halt nicht ganz, die haben jetzt alle ein Like bekommen sozusagen, Mario Kart halt 4. Muss ich auswürfeln, aber im Endeffekt, heute nehme ich alles auf. Ob ich alles direkt veröffentliche, weiß ich nicht. Naja. Stimmt ja, da war ja was, du kannst ja nicht einfach retarded den... Oh. Nee, den muss ich durchziehen. Als letztes ist es natürlich kacke, da küsse ich nämlich mehr oder weniger die Wohlfahrt. Naja, ich darf nämlich letzter werden. Dann sollte das mit der Punktzahl hergehen. Bin aber jetzt echt zu blöd. Na, ist doch nervig. Naja. Gut, dann ist es halt so, kann man nichts ändern. Na, den hätte ich doch vorne gebracht. Naja, dritter, das passt schon. Obwohl ich sagen muss, ich bin... Mario Kart, ja, sehr geil. Schönes Spiel, gefällt mir auch. Vor allem das Original. Ist eigentlich immer ein cooler Partyknüller, wenn man Leute da hat und einfach mal die Konsole anmacht und PC mal auslässt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt andere Spiele, wo ich mir denke... Oh, jetzt kann es was werden. Ja! Boah, das war mehr Glück als Verstand, Leute. Hab mich schon gegen die Wand knallen sehen. Na, hätte ich nicht gedacht, dass wir noch Platz 1 schaffen. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, ich mache den Grand Prix zu Ende. Dann haben wir eigentlich auch für ein Rennspiel genug geteasert sozusagen. Auf jeden Fall habe ich das gerne gespielt. Wenn wir die Konsole auspacken, spielen wir das immer noch sehr gerne. Es ist halt immer nur schwierig, aktuell an diese originalen Joysticks reinzukommen. Ich spiele es ja auch hier, aber es ist ein USB-Imitat. Von daher... Also entweder waren die eben gerade alle sau schlecht oder ich habe durch die Abkürzung so einen Vorteil geholt. Guckt euch das unten auf der Minimap mal an. Na gut, es war aber auch wirklich ein sauberer Abgang.
So, Inselparadies wieder erster Platz gewonnen. Juhu, aber gegen NPCs ist es auch jetzt keine große Herausforderung. Und ja, bin einfach mal gespannt. Heute scheint es etwas kühler zu sein, zumindest bei uns in der Gegend. An sich könnte ich sogar als letzter Platz ohne Probleme jetzt diese Strecke meistern. Weil, ich eigentlich genug Punkte habe. Du kriegst als erster Platz 9 Punkte auf deinen Endscore. Der zweite ist Prinzessin Peach. Ich habe 27. Die Prinzessin Peach hat 12. Aber es ist Rennspiel, ne? Klar, wenn man da natürlich perfekt sein. Wenn man keine Mitspieler hat, dann ist natürlich Platz 1 größtenteils Pflicht. Doch, Yoshi. Natürlich ist man auf Sand etwas langsamer, aber ich glaube, wenn du den Stern hast, also bei den Turbos ist klar, aber bei den Sternen glaube ich, ist es auch relativ egal, da bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Da kann man nämlich hier so ein bisschen abkürzen. Wo kommt die dann als her? Mann, diese blonde Troller geht mir aber gerade so auf die Pelle. Die rückt ja richtig, die ist ja richtig penetrant. Mensch, was geht denn mit der ab? Mädchen, du klammerst. Das hat Dante schon zu dem Succubus gesagt. Oh, Devil May Cry, erzählt dir von, ey, geilste Spiel, danke, dass du mir das gegiftet hast. Mir ist auch schon mal passiert, dass so ein Panzer zurückgekommen ist, weil er den zweiten direkt anvisiert hat. Und dementsprechend damit ich rein. Hat mich dann halt selbst getroffen. Das ist, glaube ich, wirklich eins oder zweimal passiert. Wer hat denn da eine Banane reingelegt? Och, komm schon! Wie hast du das gedodged? Ich hab dir den direkt verliehen. Ich hab dir das Ding direkt vor die Füße gelegt. Vergiss es. Scheiße. Aber diese Kronjuwelen-Troller, die lässt aber auch nicht los. Also die will echt zu ihrem Mann. Mehr oder weniger, ja, sofern wie die so offen, die sich. Was war's mit dir? Ja, jetzt habe ich wieder Ruhe. So. Naja, wie gesagt, ich habe eigentlich alles jetzt heute mal relativ kurz gefasst ins Kommentariat. Bei Rennspielen kann man aber auch jetzt nicht großartig erwähnen, dass man, wie heißt's, dass man da großes Kommentariat erfordert oder so. Es ist einfach, ist halt so. Und ja. Naja, man muss sich halt mehr auf das Spiel konzentrieren als aufs Kommentieren. Deswegen gebe ich halt, was ich kann. Naja. 36. Cool. Da oben der Mario, die Peach fährt in den Dingsbums rein. Stimmt, jetzt kommt die Siegerehrung. Ja, dann sind wir aber auch schon am Ende gelangt. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ihr könnt ja, wie gesagt, bei dem Stern bin ich mir nicht ganz sicher, ob man da über Gras langsamer wird, wenn man den Stern drin hat. Bei Turbos bin ich mir relativ sicher, dass man da sehr gut Dingsbums kann, abkürzen kann. Ob man da langsamer wird mit dem Stern, müsst ihr halt reinschreiben. Ansonsten danke fürs Reinschauen. Ja, bevor ich jetzt... Bevor ich jetzt alles mit Ems vorher sehe, es wollen ja noch andere Spiele. Oh, der arme Donkey Kong, Platz 4 da hinten ganz alleine. Ja, bevor ich jetzt alles mit Ems oder so versehe, mache ich dann auch, gucken wir jetzt nochmal, wie der Pokal hier verteilt wird und dann
Simmes dann. Der nächste Stop, wie gesagt, muss ich. Mein persönlicher Favorit ist ja Snowboard Kids. Denke mal, das werde ich auch gleich im Anschluss daran weiterhin aufnehmen. Und ansonsten. Ja, viel Spaß. Ich würde mich auch freuen, wenn im Kommentarsektor ein bisschen was los ist. Von daher, wenn ich daraus mal ein Let's Play oder so machen soll, wie gesagt, müsste ich es mir auch schreiben. Aber lesen kann ich es nicht. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ja. Als dann. Mushroom Cup 50cc. Congratulations, Mario. You place first. You are awarded the Gold Cup. Nice. So, bis dahin. Macht's gut. Ciao.